Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Vlog. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht, geschminkt und werde jetzt mich auf den Weg zur Arbeit machen. Und wisst ihr, was mir gerade mal so in den Sinn gekommen ist? Ich habe, also früher waren ja immer so Favoritenvideos im Trend. Und teilweise gibt es das heute immer noch, aber bei weitem nicht mehr so wie früher. Und mein letztes Favoritenvideo, ich habe tatsächlich auch mal eins gemacht, ist auch schon ewig her, Jahre wahrscheinlich sogar. Wollt ihr sowas sehen? Favoritenvideos? Weil irgendwie so gerade als ich mich geschminkt habe, dachte ich so, boah, das Produkt ist voll cool und das Produkt ist voll cool. Eigentlich könnte ich euch davon mal berichten. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Übrigens, ich weiß gerade nicht, wo Elsa ist, aber Elsa hat einen Tick. Einen neuen. Sie betätigt immer die Klospülung. Sie setzt sich dann da oben auf diesen Kasten und betätigt die Klospülung. Haben eure Katzen auch so merkwürdige Ticks? Weißt du, dann bist du so irgendwie im Wohnzimmer oder im Bett oder so, dann hörst du nur so, pfft, denkst du nur so, die Katze. Und wenn du dann gucken kommst, guckt sie so. Ups. So eine komische Katze. So, ich fahr jetzt in die Hafenkantine. So, fertig mit der Hafenkantine. Und jetzt werde ich auch erstmal eine Weile nicht mehr hier sein. Erst nach Ostern. Krass, ich habe die Kamera jetzt zum ersten Mal im Auto. Und da merkt man wieder, wie nah sie ist. Ich glaube, ich habe schon versucht rauszufinden, ob es da irgendwelche Einstellungen gibt, dass man das nicht so nah hat. Aber ich habe noch nichts rausgefunden. Wisst ihr, was super fancy ist? Ich bin das erste Mal mit dem Auto hier in der Hafenkantine. Also nicht das erste Mal komplett mit dem Auto, aber das erste Mal in der Tiefgarage hier auf diesem Stellplatz, den wir haben, weil wir haben halt nur einen. Den habe ich mir heute gekrallt, aber gut, ich bin doch die Einzige, die heute mit dem Auto da ist. Und das ist irgendwie richtig fancy. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Das ist echt blöd mit der Kamera, dass die hier so nah ist im Auto. Naja, weil ich bin heute mit dem Auto da, damit ich ein bisschen Zeit spare. Weil ich habe heute noch einiges vor und ja, was denn nun? Ja, genau, einfach damit ich ein bisschen Zeit spare. Und da heute niemand den Stellplatz besetzt hat, dachte ich mir, ja komm. Und sonst fahre ich ja immer mit der Bahn. Heute nicht. Ja, jetzt fahre ich nämlich nach Hause, werde meinen Vlog schneiden und mich dann fertig machen und dann zu meinem Papa fahren. Der hat nämlich heute Geburtstag. Fabio kann leider nicht mit, weil Fabio ja heute spät arbeitet. Der arbeitet heute von 14 bis 21 Uhr, was voll doof ist. Und ich arbeite halt bis 3. So, das heißt, weder vorher noch nachher können wir irgendwie irgendwas zusammen machen. Das überschneidet sich halt voll. Wow, what a perspektive. Ja, deswegen fahre ich heute alleine hin. Leider. Naja. Und dann muss ich mich noch ein bisschen an den PC setzen, einiges arbeiten und zum Sport wollte ich heute. Ja. Hallo! Hat der Papa heute Geburtstag? Singst du gleich Happy Birthday? Was machst du da? Die Sessa hast du auch immer so lange gesungen. Tagelang später. Hatte ich eine Woche lang Geburtstag bei dir. Ich auch. So, singen wir jetzt mal für den Papa? Nein. Warum nicht? Aber der hat doch Geburtstag. Nein. Dann müssen wir singen Happy Birthday. Sonst singst du jeden Tag. Komm, wir singen mal. Okay, ich fange auch an. Okay? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Papa.
Happy Birthday to you. Jetzt musst du auch singen. Bist du kaputt gegangen? Kommt die Josephine? Die Josephine kommt. So, ich bin jetzt gerade nochmal in den Action gefahren, weil das hier um die Ecke ist. Doch, ich gucke einfach mal, ob ich irgendwas Cooles finde. Oder auch nicht. Mal sehen, ich stöber mal. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Und ich habe gerade eine sehr krasse Entscheidung getroffen. Ich werde heute und morgen nicht zum Sport gehen. Und ich struggle da mega mit mir selber, weil ich mag das zwar nicht gerne, zum Sport zu gehen, aber ich habe mir das halt in den Kopf gesetzt und ziehe das durch. Und deswegen habe ich gerade ein richtig schlechtes Gewissen. Heute, ich hatte den ganzen Tag absolut gar keinen Bock zum Sport zu gehen, wollte es aber machen. Und jetzt ist es einfach gleich 6:30 und ich bin jetzt erst zu Hause. Und ich muss so viel Sachen noch machen vorm Urlaub. Ich hatte jetzt auch schon meine Sportsachen dabei und wollte eigentlich direkt, wenn ich auf dem Weg bin, im Fitnessstudio anhalten. Aber da gehen halt immer 2 Stunden drauf, wenn ich noch duschen gehe und meine Haare föhne. 2,5. Und das schaffe ich nicht. Ich schaffe es heute nicht. Und morgen auch nicht. Weil ich bin halt einfach am Sonntag im Urlaub und ich muss so viel Sachen noch machen. Ich muss so viel für YouTube machen und hier in meiner Wohnung noch ein bisschen und Wäsche waschen und vorbereiten und keine Ahnung was. Ich schaff's nicht. Ja, und ich bin jetzt einfach erst zu Hause. Und ich war nur voll kurz bei meinem Papa. Irgendwie eine 1/2 Stunde oder so nur. Und ich stand einfach so lange vorher im Stau. Ey, ich glaube, ich habe 45 Minuten oder sogar noch länger hingebraucht. Für eine Strecke von eigentlich 10 Minuten. Voll ätzend. Jetzt gerade auf dem Rückweg stand ich auch nochmal kurz. Kurz, Gott sei Dank nur. Boah, voll ätzend. Ich habe übrigens nicht so viel im Action gekauft. Ich habe eine Lichterkette gekauft für meine Videoecke, die ich auch nochmal machen möchte. Ich habe zum Beispiel auch noch nicht dieses Pinselreinigungsding ausprobiert, was ich mir weiß Gott wann gekauft habe. Ich glaube sogar noch vor Weihnachten. Ich habe auch noch diese 2 Lippenstiftdinger, die ich einsortieren wollte und mein Lippenstift ordnen wollte. Ich komme zu nichts. Naja. So, das ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Also ich werde nicht zum Sport gehen, heute und morgen nicht. Ich fühle mich mega schlecht deswegen, also wirklich richtig, richtig schlecht. Aber es ist die vernünftigste, der vernünftigste Weg, was zumindest jetzt meine Arbeit hier betrifft. Ja, also, ich werde jetzt meine Tasche ausräumen und mich an den PC setzen und weiterarbeiten. Das ist der Plan. Hallo, Baby. Ja, wunderschön. Wie geht's? Wie steht's? Eigentlich ganz okay. Eigentlich ganz okay. Ja, alles in Ordnung. Baby, ich bin Sonntag weg. Ja, du verlässt mich. Du verlässt mich einfach. Nee, lässt mich 10 Tage alleine hier. Entschuldigung. Das tut dir nicht leid. Doch. Doch. Ehrlich? Nein, ich wünsche dir doch trotzdem viel Spaß, Baby. Danke. Danke. Du darfst mich nicht verlassen. Ah, mein Auge. Du verlässt mich. Aber nur 10 Tage. Nur? Besser als Filme. Immer positiv sehen. Erst heulst du für jede Minute rum und jetzt besser als für immer. Ja, du auch. Ach. Ich finde das ja auch blöd. Und ich werde dies vermissen. Übrigens, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Habe ich ja gesagt, wir gehen heute ins Kino. Ja. Aber ich bin voll kaputt und ich will chillen. Deswegen. Also ich wäre gegangen. Ja, ich wäre auch gegangen, wenn du gesagt hättest, du hast jetzt voll Bock. Ich habe ja gesagt, wenn du willst, dann gehen wir. Ich habe gesagt, mir ist es gleichgültig. Ja. Und dadurch, dass du eher so die Tendenz hattest, nichts zu tun. Gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Ja, aber hättest du jetzt gesagt, oh, ich habe voll Bock, lass uns gehen. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich danach schreie. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, auch egal. Habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, am Anfang ist aber egal. Aber das war so ein... Nicht, nee. Das war so... Mir ist das egal, was wir jetzt machen. Gar nicht. Weißt du, schon so voll... Es ist schon voll klar, was sie will. Gar nicht. Ich wäre mit dir Baby, gegangen. Wollen wir lieber ins Kino oder wollen wir lieber chillen? Mir ist das egal. Gar nicht. Ja, genau. Ja, dann lass uns ins Kino gehen. Ach ja? Ja, wenn du willst. Komm. Ja, jetzt noch nicht. Weil? Uhrzeit.
Ja und? Gehen wir vorher halt irgendwo hin? Wohin? Komm. Komm. Nein. Komm. Aua. Autsch. Nein. Was mache ich 10 Tage? Schlafen. Zocken. Ja, ich lerne. Lernen, zocken, schlafen. Mich um deine Oma kümmern. Arbeiten. Die Cook Kids Grace. Ja, was sonst? Je nachdem, vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Folgen die hat, können wir Staffelfinale gucken. Wobei. Oh, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 21. War das nicht die Staffel, die sogar am längsten mit ist? Ich weiß nicht. Ich glaube, die hat bis 27 Mal abgefahren. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen heute. Bei Staffel 6 sind wir. Bah. Okay, wir gehen jetzt off. Off? Offline. Ich bin ja nur halb drauf. Entschuldigung. Wir sind ja, ja schon okay. So komisch. Konzentrier dich auf dich. Ja, zeig deine schönen Seiten. Da. Mm. Du bist so schön. Ich weiß. Deswegen liebst du mich. Wegen meines Kindes. Wegen Demi? Ja. Was sonst? Ich habe mich in dein Doppelkind verliebt. Ich weiß. Jetzt kommst du langsam raus. Ja. Scheiße. Ich hab's versucht, geheim zu halten. Ich darf das niemals verlieren. Nein. Dann verlierst du mich auch. Oh. Dann verlasse ich dich. Okay. Das hört sich an, als würde ich so ein Typ sein, der nur auf Fette steht. Kennst du das? Ja. Bah. Du mästest mich auch um hier. Ja. Das ist doch Suki. Hm, Suki. Weißt du, im Fitnessstudio der breiteste und zu Hause die dickste Freundin haben. So wie der Dicke da gerade bei Grace. Nicht mir anschnarchen. Bah. So. Angeleckt, jetzt gehöre ich dir. Ach, scheiße. Weg. Weg. Schnell. Okay, jetzt tschüss. Okay, tschö. Hat funktioniert, ohne.